Filmfreunde, hier auf dem Falschmeldungen verbreitenden Kanal von Guten Voice 82 zu einem neuen Video mit mich tatsächlich an dieser Stelle. Da bin ich ausnahmsweise mal wieder. Ganz entspannt mit einem Käffchen in der Hand und werde euch heute etwas über eine Amateurproduktion erzählen wollen. Deswegen bin ich vorherrschend hier an dieser Stelle. Es begab sich eins, ist noch gar nicht so lange her. Da war ich zusammen mit dem Kanalchef himself auf dem feisten Weekend of Hell in der Turbinenhalle in Oberhausen. Da war ich, ich war schon mal in der Turbinenhalle in Oberhausen. Ich meine auf einem Konzert von Die Ärzte seiner Zeit. Das war echt nicht schlecht. Muss ich an dieser Stelle gestehen, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe, war das ein sehr gutes Konzert. Die Ärzte live kommen Sie immer mal angucken, ist schon ein paar Jahre her, aber ich weiß nicht, wie das heute ist. Aber damals waren die live einfach wesentlich besser als wie auf Platte. Ja? Aber gut, ich schweife ab, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Also ich wollte in die Turbinenhalle nach Oberhausen, aber jetzt nicht, um über ein Konzert von Die Ärzte zu sprechen, sondern wir waren auf dem Weekend of Hell. Das erste Mal, dass ich tatsächlich da war. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe für diese Autogrammstunden und diese ganzen verkleideten Menschen dort weniger übrig. Ja, schön, dass es jemand macht, so coole Sache, und wem das gefällt, der darf das natürlich gerne tun. Das möchte jetzt hier falsch verstanden werden, aber ich persönlich kann damit relativ wenig anfangen. Muss auch sagen, dass der Händlerbereich, bis auf zwei, drei coole Jungs, die da waren, jetzt auch nicht wirklich was hergegeben hat. Also es bestärke mich eigentlich nur mal in meiner Meinung, dass leider solche Börsen, sowas in der Richtung war es ja mittlerweile, sehr viel an Gewicht verloren haben. Leider. Ich komme aus einer Zeit, da waren Börsen das Wichtigste, was es für den geneigten Filmsammler gab. Ich erinnere mich an die Anfangszeit der DVD, da waren wir schon Monate vorher aufgeregt. Ja, wenn es hieß, es ist wieder Börse, da haben wir schon hier Kohle gespart und da waren wir schon heiß. Ja, jetzt geht es wieder auf die Börse, endlich mal wieder Filme kaufen. Etwas, das wir uns, das der Wohlstandsmüll vergessen hat, ja, oder verlernt hat, leider. Heute bestellen wir halt, was wir brauchen und müssen nicht mehr unbedingt auf einer Börse danach suchen. Trotzdem schöne Location, war cool gemacht. Es gibt ja auch ein Video dazu hier auf dem Kanal. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Super viel Spaß gemacht. Von vorne bis hinten, ja, war eine schöne Sache. Außer, dass der gute Kanalchef himself mal wieder natürlich der Letzte sein musste auf diesem ganzen Gelände. Ja, das hat mich dann ein bisschen säuerlich gestimmt, so zwischendrin. Ich war halt noch 3 Stunden eigentlich mit der ganzen Chose durch. Ich hatte alles gesehen. Schön, ja, gehen wir nach Hause. Aber nein, der gute Stefan, er sagt, bevor hier nicht jeder vor mir verschwunden ist, gehe ich nirgendwo hin. Er kennt ja diese Jungs, die immer bis zum Schluss sitzen. Und du dann schon sagen möchtest, nimm mal die Salzstangen mit für den Weg. Ne, so quasi auf die Art. Ne, es ist vorbei. Und dann ist, das sind diese Gäste, die dann, ich habe bezahlt und so weiter und so fort. Naja. Aber es soll auch kein Vorwurf sein an dieser Stelle. Ich kenne ihn ja, ja, und es hat sich ja auch echt gelohnt, dort bis zum Schluss da gewesen zu sein. Komme ich gleich noch dazu tatsächlich. Da habe ich den guten Stefan nämlich sogar einiges zu verdanken deswegen. Ja, also da hätte ich durchaus was verpassen können, wäre es nach meiner Nase gegangen. Was es ja Gott sei Dank nicht immer geht und auch nicht immer gehen muss. Nichtsdestotrotz sind wir dort rumgelaufen und dann begegnete ich dem guten Jens Schütte. Der Jens Schütte, wer den nicht kennt, ich weiß gar nicht, ob ich gerade ein Bild von ihm auf dem Cover habe. Ja, da unten ist er. Da müsst ihr jetzt aber, das kann man ein bisschen spoilern, das möchte ich an dieser Stelle nicht. Warte ich mal kurz, mal schauen, ob ich hier irgendwo gerade den Jens Schütte für euch habe. Da kann ich ihn euch auch mal zeigen an dieser Stelle. Ich weiß jetzt nur nicht, ob er hier vertreten ist. Muss ich mal gucken. Ich meine nein, leider. Vielleicht finde ich hier was. Ich will euch jetzt hier nicht aufhalten tatsächlich. Nein, leider sieht man, man sieht ihn schon. Hier oben ist er. Der Mann in der gelben Weste, ja, da steht er. Das ist der gute Jens Schütte und den kenne ich. Der war nämlich letztens bei uns auf dem Materialschlachtkonzert. Und wer zu uns auf ein Konzert kommt, den habe ich besonders gern tatsächlich. Ja. Und daher, wir kannten uns. Ja. Und da haben wir auch kurz uns ausgetauscht und dann auch gesagt, ich bin Schauspieler und so weiter und so fort. Fand ich super spannend. Ja. Hab dann auch mal ein bisschen geguckt. Ich habe einige Filme mit Jens Schütte da. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass er meistens irgendwo
ja, so in der Filmproduktion mittendrin ist, also ein Mann, der das große Ganze in den Vordergrund stellt und nicht sich selbst. Ja. Deswegen muss man das wissen, oder musste ich das wissen, um überhaupt darauf zu kommen, Mensch, den Mann, den kenne ich. Ja, der hat in einigen hervorragenden Filmen mitgespielt, unter anderem in Filmen von Andreas Bethmann. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe die Filme von Andreas Bethmann. Ja, das ist einfach so. Das ist ganz große Kunst aus Deutschland. Und Jens Schütte ist wohl ein Teil davon. Aber es wird noch besser kommen. Denn es war noch ein Mann da, der hat ebenfalls in einigen Filmen vom Andreas Bethmann mitgespielt und dort seine Duftwaage hinterlassen. Ja, denn ich liebe die Filme vom Andreas Bethmann und auch dieser Mann war ein Teil davon. Der Jens Schütte, wir haben uns dann kurz unterhalten, ja, hab mich eben auf das ein oder andere aufmerksam gemacht und hab mir dann erzählt, der Thomas Kretschmer, der wäre auch da. Ja, er wäre gerade, ich meine, war noch nicht da oder war noch rauchen, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall würde der noch kommen. Und da waren meine Sinne geschärft. Thomas Kretschmer, den kenne ich. Und den kenne ich ziemlich gut aus den Filmen und den fand ich immer schon fantastisch. Ja? Herr Thomas Kretschmer, das ist ein Mann mit einem Lächeln wie Martin Semmelrogge tatsächlich. Das ist so mit das Markanteste, was mir immer sein Lächeln, das hat er bis heute nicht verloren. Er hat ein ganz markantes Lächeln und den hatte ich sofort, da war ich Feuer und Flamme, dass dieser Mann da ist. Den hatte ich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen, weil ich. Hatte ihn sowieso noch nie live gesehen, aber ich wusste seit Jahrzehnten tatsächlich nicht, was er macht. Also ich war mir nicht mehr sicher, ob er noch sich irgendwo in diesen Gefilden bewegt. Aber er würde kommen und er war da. Auch da gibt es ein Interview. Da schaut ihr mal rein auf dem Kanal. Ein Interview mit dem Thomas Kertschmer. Und so schloss sich dann der Kreis, denn es war noch jemand da, nämlich ein junger Regisseur aus Deutschland. Über den habe ich vor kurzem auch schon mal gesprochen in einem AMS-Video. Es kam nämlich von AMS eine große Hardbox zu Bloody Dreams raus. Ja, und Bloody Dreams, das ist ein Film von Arkadiusz Gorlikowski. Jetzt muss ich mal schauen, dass es hier nicht so spiegelt. Das ist immer so ein bisschen das Problem mit dem Licht. Ich mach's mal so. Vom Arkadiusz Gorlikowski. Mit Oliver Kriegel, wie wir hier schon sehen. Und unter anderem spielt auch jeder jetzt Schütte nämlich mit. Ja, und wir Mark Samuel Adetokunbo. Entschuldigung, war ein bisschen schwierig. Oliver Kriegel, Sabrina Arns und Jens Schütte, da steht er nämlich. Und ich fand Bloody Dreams verdammt gut, nämlich. Ich erinnere mich zurück, dass ich den dann gesichtet habe. Weil ja, ne, muss ja auch irgendwas über den Film erzählen können. Und war erfrischend überrascht, wie gut Bloody Dreams tatsächlich an sich funktioniert. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und hatte ja damals schon erwähnt, ich muss es weiterverfolgen. Und auf dem Weekend of Hell war es also nun soweit. Und Arkadiusz Gorlikowski hat seinen neuen Film dort vorgestellt und whoop, da ist er, nämlich Fake News, The Bloody Truth. Ja. Und da war ich natürlich hellauf begeistert. Ja. Muss man sagen, der neue Film von Arkadiusz Gorlikowski fand ich natürlich sofort super interessant und dann noch auf dem Weekend of Hell konnte man dort exklusiv die DVD erwerben. Ja, und das habe ich dann auch getan. Ich habe dann an dieser Stelle auch einige Interviews geführt, wie gesagt, unter anderem mit dem Regisseur Arkadiusz Gorlikowski selbst. Das könnt ihr hier auf dem Kanal sehen, mit dem Thomas Kertschmer. Eigentlich hätte ich an dieser Stelle noch gerne den Jens Schütte gesprochen, ja, und auch den Dennis Jahn. Ja, der war auch da. Mit diesen beiden Herren hätte ich noch furchtbar gerne ein Interview gemacht. Aber die liebe Zeit hat es dann doch nicht zugelassen. Wir waren ja doch überall und irgendwo ein bisschen. Aber ich glaube, wir werden das nachholen, denn. Ja, ich habe mich jetzt intensiv mit der ganzen Materie befasst, mit den ganzen Jungs, die da waren, befasst und muss sagen, ich muss es weiterverfolgen, unbedingt. Ja, ich muss wissen, was diese Männer machen, denn das ist super interessant, was dort entsteht und es ist super interessant zu sehen, dass es sowas noch gibt. Ihr müsst euch vorstellen, es war ein Stand, der Arkadiusz Gorlikowski als Regisseur stand quasi hinter diesem Tisch und seine Sachen verkauft. Es waren die Schauspieler da und es war einfach nur super erfrischend zu sehen, wie diese Männer sich alle gegenseitig geholfen haben. Also, das fand ich wirklich super interessant, dass jeder da war und die hatten einen sehr guten Draht zueinander. Es war wie so eine kleine Familie. Ich fand das sieht man ganz selten, ja, dass es sowas noch gibt und das fand ich super erfrischend. Also, das hat mich sehr gefreut, dass der Jens da war und also, die hingen dort alle zusammen. Und das fand ich eine super Sache und muss sagen, ich muss es weiterverfolgen. Denn ja, den Dennis Jahn und den Thomas Kertschmer, nachdem ich mit ihnen sprach, habe ich dann eben in Erfahrung gebracht, dass sie selbst Filme produzieren. Der Thomas Kertschmer übrigens hat einen Film produziert, nämlich Tal der Skorpione. Da ist er, ich habe hier das Mediabook. Den werde ich bei Gelegenheit noch sichten, habe ich noch nicht getan.
Aber ich werde mir es anschauen. Ja? Mit Claude Oliver Rudolph, ja? Mathieu Carrière, Ralf Richter und Martin Semmelrogge. Also gar nicht mal so independent-lastig. Ja? Das klingt nach einem sehr guten Score. Und da unten steht es dann auch. Wo haben wir es? Aha, Special Effects. Mhm. SWAT Pyrotechnics Werner. Sagt mir nichts. Ja. Aber wo ist er denn aufgeführt? Da haben wir es. Produced by Thomas Kertschmer. Genau. Also der hat hier produziert. Tal der Skorpione soll sehr gut sein. Habe ich gehört. Und den werde ich mir, jetzt spiegelt er schon wieder, und den werde ich mir bei Gelegenheit sofort anschauen. Habe mir dann auch dieses Mediabook besorgt. Das gibt es ja auf 1000 Stück limitiert. Ja. Ich habe das über den Gebrauchtmarkt erworben. Also habe das von einem anderen Sammler abgekauft. Zu einem sehr guten Kurs und freue mich da schon drauf. Also da läuft auch was. Ja, und da geht es auch immer weiter mit Teil der Skorpione. Und das soll noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Herr Thomas Kertschmer, den habe ich hier tatsächlich auf einer dieser Karten drauf. Wir werden da noch gleich näher drauf eingehen. Genau, da ist er nämlich. Das ist Thomas Kertschmer. Und mit dem haben wir dann noch einen sehr, sehr schönen Abend verbracht. Tatsächlich, wir sind dann noch miteinander essen gewesen und haben einfach eine schöne Zeit gehabt. Ein Mann, dem wir stundenlang hätten zuhören können, mit seiner Erfahrung, mit seinem ganzen Wissen, hat er uns einfach begeistert. Es ging jetzt nicht nur mir so, ja, als, ich meine, ich befasse mich viel mit solchen Dingen. Ja, ich kannte ja auch den Thomas Kertschmer. Der Stefan kannte ihn natürlich nicht, wenn du dich jetzt mit diesen Filmen nicht befasst, ja, und es ist bei mir auch nur das Konsumieren, also ich befasse mich jetzt halt eher mehr damit, ja, ich habe halt für diese Art Film sehr viel übrig. Wenn du das nicht hast, dann kennst du die natürlich nicht, und es ist ja auch nicht schlimm, ja, also kein Stress, aber, ne, wie gesagt, ich kannte den halt, und wir haben uns dort stundenlang unterhalten, und waren dort beide begeistert von dieser Person, wie viel der weiß, und er hat auch sehr viel aus dem Nähkästchen erzählt, und es war einfach nur eine Freude. Ja. Und es ist auch einer der Menschen, die ganz gerade und ganz einfach auch zu dem stehen, was sie machen und was sie auch gemacht haben, unter anderem eben als Teil der Filme von Andreas Bethmann. Und man muss ja an dieser Stelle auch mal sagen, der Andreas, das ist einer meiner besten Freunde. Ja. Das ist ein ganz besonderer Mann. Und ich bin immer etwas, weil abwertend ist das falsche Wort, ja, Kritik gehört bei sowas immer dazu, aber es ist natürlich immer unschön, wenn man auf Menschen trifft, die dann, ja, so ein Dreck und so ein Blödsinn, und ne, es wird halt sehr, sehr schnell sehr viel abgewertet, man muss es nicht gut finden, das steht jedem frei, mein Gott, das ist Unterhaltungskunst, und Unterhaltungskunst ist immer im Auge des Betrachters, ja, das haben wir ja schon öfter angeschnitten, du triffst den Nächsten, der hat die ganze Diskografie von Andrea Berg, und da werde ich mich dann in die Münze stellen und so, das ist aber scheiße. Ne? Also, aber dann ist es eben nicht scheiße, sondern ich finde es halt scheiße. Ja? Das ist halt dann so der Unterschied. Es muss mir ja nicht gefallen. Aber man muss natürlich auch Verständnis für den haben, der Andrea Berg hört. Oder die Amigos, die Flippers, nimm, wenn du willst. Ja. Der Wendler, soll es auch Menschen geben, die finden ihn gut. Ja? Das ist halt so, das werde ich nie verstehen. Aber ich habe Verständnis dafür, für jemanden, der das halt gut findet. Ja, das gehört sich einfach so. Das hat was mit Respekt zu tun. Ja, dafür ist nun mal Unterhaltung da. Und die muss halt nicht jedem gefallen. Es gibt da ganz schwierige Felder. Humor ist eines der schwierigsten. Ja, du musst den Humor von jemandem treffen, um ihn zu unterhalten. Triffst du den halt nicht, kannst du so gut sein, wie du willst. Dann ist es halt nicht lustig. Ja. Michael Mittermeier zum Beispiel, den fand ich nie komisch. Ja, den fand ich, da waren wir mal auf so einem Auftritt von ihm, den fand ich eher peinlich. Ja, das ist halt leider so. Ja, da kann man nichts machen. Wiederum, wenn ich was vom Oliver Kalkofe sehe, da könnte ich mich zerschießen. Das ist halt dann eher mein Humor. Also ist halt immer so eine 50-50-Sache. Ja, also, und auch hier ist es so, bei den Filmen von Andreas Bethmann, man muss es nicht gut finden, aber ich habe trotzdem ein Problem damit. Wenn das jemand dann so lapidar mal schnell runterredet als Scheiße, Dreck, Müll, Konix, eklig, ja, so. Das ist halt so dermaßen abwertend und ignorant, dass mir tatsächlich die Nackenhaare aufsteht. Ja, man muss sich nicht damit befassen, aber da kann man halt auch sagen, habe ich mich nie mit befasst. Das ist jetzt nicht so mein Genre, und ich möchte es auch nicht sehen, und dann ist es gut. Ja, dann ist es vollkommen
Okay, deswegen ist es aber noch lange kein Dreck, keine Scheiße und was weiß ich. Und es gibt halt trotzdem viele, die distanzieren sich da gerne im Nachhinein davon, warum auch immer. Ich verstehe das nicht, aber es gibt einen Thomas Kertschmer, der deutlich sagt, ich habe gerne mit dem Andreas gearbeitet, ich stehe dazu, ja, ich mochte die Arbeit mit ihm, sie haben nicht nur einmal zusammengearbeitet, sondern mehrmals und das war für mich eine große Freude. Weil, ja, wer über meinen Freund gut spricht, ist automatisch auch in meinem Herzen zu Hause. Das ist nun mal so. Ja. Das ist eine ganz normale Sache. Ja. Wer schlecht über einen Freund spricht, ist halt automatisch bei mir. Naja, ne, jetzt nicht so sympathisch. Muss man halt auch sagen. Das ist halt einfach so. Ich bin auch immer vorsichtig. Ja, und für mich ist es einfach, es ist Loyalität. Ja. Und ich möchte nicht, dass in meiner Gegenwart jemand schlecht über meinen Freund spricht. Keiner würde das wollen. Ja, keiner. In diesem Fall macht dieser Freund von mir halt, oder hat ja mal viel mehr gemacht, ja, deswegen ist es halt dieses Level, das könnte ja auch irgendwas anderes sein. Ja, also ganz egal, ob da ein Kumpel und auf dem Pausenhof, in der Pause in der Arbeit oder das ist aber ein Idiot, da würde ja denken, ja, hier, pass mal auf, das ist mein Kumpel, das muss ja nicht sein, ne? Sowas macht man doch nicht. So ungefähr könnte man das näher bringen. So, dazu war jetzt Tal der Skorpione. Wir haben über den Thomas Kertschmer gesprochen. Wir haben auch über den Dennis Jahn. Ich habe jedes Mal seinen Facebook-Namen in den Kopf, deswegen muss ich jedes Mal da drauf schauen. Dennis Jahn, genau. Haben wir auch gesprochen. Thomas Kertschmer und Dennis Jahn, die gehören quasi zusammen. Der Dennis Jahn macht Castings, also der stellt Casts zusammen für die Filme, ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wie gesagt, wir werden hier auf diesem Kanal noch etwas in der Richtung machen. Da werden wir dann vielleicht eine kleine Schalte machen, wo wir wirklich alle Beteiligten an diesem Film mit ins Boot holen und dort jeder auch mal zu Wort kommt und sich dort mal selbst vorstellt. Und da könnt ihr mal selbst reinschauen, wer sind diese Leute? Diese Leute, Leute ist also, wer sind diese Menschen? Ja, es gibt keine Leute. Wer sind diese Menschen? Was machen diese Menschen? Ja. Und das wäre mir sehr wichtig. Ja, das haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Das kommt auch, dass wir dann quasi eine Art Stream machen. Ja, und dann werden wir uns hier hinsetzen, Stefan, ich, und dann werden wir diese ganzen Menschen dort dazu holen und dann werden die selbst nochmal was über sich erzählen, was sie machen, wie sie zu der Produktion gekommen sind und so weiter und so fort. Ich finde dieses Thema einfach super spannend. Und so spannend, dass ich das unbedingt weiterverfolgen möchte. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht. Ja, schön, dass es anno 2023 in Deutschland noch so etwas gibt. Tatsächlich. Ja, das wird halt leider auch immer weniger. Aber jetzt kommen wir zu Fake News, the bloody truth. Und gehen mal von vornherein darauf ein, wer uns hier alles begegnet. Das ist nämlich schon ein kleines Who is Who der deutschen Independent-Filmszene. Wir haben zum einen natürlich den Stefan Thien hier, ja, und die Christina Doppert, die sehen wir hier schon auf dem Cover. Ja, das ist eine super Sache. Übrigens war beim Weekend of Hell auch der gute, na, sag schon, der Maniac Killer gedreht hat. Absolute Granate, Jochen Taubert. Ich habe es mit dem Namen leider nicht so, Jochen Taubert. Ebenfalls ein Urgestein ist auch da gewesen. Cooler Typ auch, ja. Haben wir sich auch die Hand gegeben, wir haben uns kurz unterhalten. Jochen Taubert ist ja auch ein Urgestein, ja, der unzählige Filme gemacht hat in diesem Bereich. Und da waren auch einige sehr gute dabei. Es waren auch welche dabei, die mochte ich nicht. Ja. Aber wer Exhibitionistenattacke einmal gesehen hat, der weiß, wovon ich jetzt rede. Der war nämlich fucking fantastisch. Den gucken wir heute noch. Den gucken wir heute noch regelmäßig tatsächlich. Der ist immer für einen Lacher gut und der ist auch gut inszeniert. Also gibt es eine Dornröschen, fand ich gar nicht mal schlecht. Hat mir auch gut gefallen. Also gibt es einige. Ja, die Maniac Killer fand ich eigentlich ganz gut. Ja, ja, Jochen Taubert halt. Ist auch da gewesen. Dann haben wir natürlich hier oben den Dennis Jahn, der gleich am Anfang auftreten wird. Komme ich auch gleich noch dazu. Thomas Kertschmer, Thomas Görsch, der mir auch sehr gut gefallen hat. Dann haben wir den Jens Schütte. Den haben wir hier unten. Ja, auf den gehen wir gleich noch rein. Und wen wir noch dabei haben tatsächlich, was ich auch sehr cool fand. Der Cinemanuel hat hier einen Auftritt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Der Cinemanuel ist einfach ein Sympath. Hat mich auch gefreut, den hier mal zu sehen in dem Film. Es hat mir sau gut gefallen. Ja, war eine coole Sache. Ja, schön, dass er da einen Platz bekommen hat. Schön, dass auch so, ich sag mal, so kleine YouTuber, ja, ich
denke, das kann man trotzdem so sagen. Ich selbst bin keiner, ich bin hier nur Gast auf einem Kanal. Also ich sehe mich auch nicht als solcher. Aber ich würde mal sagen, den Cinemano, den kennt man, von dem habe ich auch schon unzählige Videos geguckt und er ist trotzdem halt, ich nenne es jetzt einfach mal so ein, ich will jetzt nicht abwertend sein, aber ein kleiner YouTuber. Schön, dass man auch an ihn hier gedacht hat und ihm hier einen Platz in diesem Film verschafft hat. Das finde ich einfach eine super schöne Sache, dass Regisseure auch diese Menschen unterstützen. Der Cinemanuel macht da sehr, sehr gute Arbeit. Das ist einer der besten, glaube ich, in dem Bereich, was diese YouTuber hier tun. Also diese, ja, die halt sich so mit Filmen befassen. Da sehe ich den Cinemanuel eigentlich ganz weit vorne. Ganz weit vorne. Ja, der ist richtig gut. Gibt noch ein paar andere, die finde ich ähnlich gut. Ja, die haben ähnlich viel Fachwissen und da schaue ich immer wieder gerne rein. Keine Frage, aber das Cinemano gehört auch schon zu denen, wo man sagt, wenn du was Gutes gucken willst, dann schaust du bei ihm rein. Kann ich hier auch nur an dieser Stelle empfehlen. Wenn ihr dort noch nichts geguckt habt vom Cinemanuel, da gibt es mal bei YouTube ein, da findet ihr so viel und so viel Interessantes. Da könnt ihr einiges mitnehmen. Ist ein guter Kerl, schaut rein. Ja, würde ich mich freuen, mache ich auch regelmäßig. Tatsächlich, es lohnt sich. Aus der wunderbaren Welt des Films könnt ihr bei ihm ganz viel mitnehmen tatsächlich und seid dann auch immer up to date. Ja, so viel dazu. Ja, und jetzt widmen wir uns mal Fake News, The Bloody Truth. Kommen wir also jetzt zum Kernstück des Ganzen. Noch schlappen 21 Minuten, aber ich musste die ganzen Menschen, die dort mitgewirkt haben, erstmal abarbeiten, weil es für mich auch ganz wichtig ist, das hier erwähnt zu haben, wie das alles so zusammenhängt. Ja. Fake News, The Bloody Truth. Ich habe mir dann die DVD angeguckt, zumindest von außen, also die Hülle an sich. Ja. Limitiert ist das Ganze hier auf 50 Stück. Ich habe hier die 36 von 50 gekauft. Und dann sah ich hier unten Laufzeit ca. 122 Minuten. Und das ist trotzdem, trotz aller Liebe zu dieser Art von Film, eine Laufzeit, die einen von vornherein etwas leicht abschreckt. Eine Produktion, die halt independent funktioniert, die über 2 Stunden läuft, oder sagen wir mal jetzt 2 Stunden läuft, ja, oder knapp 2 Stunden. Das ist schwierig. Also das kann ganz schnell ganz schwierig sein, wenn dein Stoff, den du dort gedreht hast, diese Laufzeit nicht hergibt. Das gibt es leider zuhauf, dass Filme aus diesem Bereich einfach zu lang sind und dann ihren Charme verlieren, weil sie unnötig in die Länge gesteckt werden. Das heißt, da musst du regisseurtechnisch schon was drauf haben, um 122 Minuten Film zu füllen, der mit sehr geringem Budget auskam. Ja, also, und da habe ich mir so ein kleines bisschen Sorgen gemacht, tatsächlich, muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Aber nichtsdestotrotz, ja, sind ja Filme da, um gesehen zu werden und los ging die wilde Fahrt. Und ich habe dann sehr schnell nach den ersten Minuten bemerkt, dass hier Handlungsstränge zusammenlaufen. Aber da komme ich gleich dazu. In der ersten Geschichte an diesem kleinen, wunderbaren Strand, ich schätze mal irgendwo in Norddeutschland, ja, begegnet uns dann der Dennis Jahn, ja, der den prägenden Satz äußert, Wasser ist Wasser, sauf das jetzt. Ja. So ist es. Der hat nämlich eine ziemlich nervig spielende Dame dabei, die ihm also die ganze Zeit durch die Gegend schickt und sie möchte Wasser haben, aber dann möchte sie doch ein anderes Wasser haben und Wasser ist Wasser, sauft das jetzt, ist durchaus ein prägnanter Satz. Dort habe ich zum ersten Mal wirklich herzlich geschmunzelt und gelacht. Ja, der Dennis Jahn hat es sehr gut gemacht. Ich kannte ihn natürlich und mir hat seine Charakterdarstellung auch gefallen. Ist einfach auch ein magischer Mann, der sagt was aus und ich fand seinen Auftritt echt gut gemacht. Ja, war ein sehr kurzer, aber ein sehr schöner. Hat mir gut gefallen, ja, dass er auch hier so eine kleine Rolle hatte und hat mich auch sofort überzeugt. Auch an sich war die erste Geschichte wirklich gut gemacht. Ja. Man muss sehen, diese 2 Stunden werden durch verschiedene Kurzgeschichten quasi und ein Nachrichtenteam miteinander verbunden, was ich super erfrischend finde, weil du eben diese 2 Stunden aufteilst. Du hast also keine Handlung an sich, die du auf 2 Stunden aufblasen musst, sondern du kannst diese Fake News quasi oder eben diese kurzen Geschichten, die dort passieren, die kannst du so hintereinander wegschauen. Und die wären dann quasi relativ clever mit diesem Nachrichtenteam und diesen News, die dann immer eingespielt werden, verknüpft. Und das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr, sehr gute Idee und das hat sich auch super weggucken lassen, 120 Minuten lang. Also Respekt schon mal dafür, da hat sich wirklich jemand auch Gedanken gemacht, wie man diese 120 Minuten erfüllt. Und so wird es gemacht, weil hier kam dadurch eben einfach keine Langeweile auf, weil du jedes Mal natürlich wieder eine andere Geschichte hattest.
Du hattest andere Charaktere, die dann auch gut eingeführt worden sind. Also ich konnte mich dann auch gut in diese Schauspieler hineinversetzen. Die Schauspieler waren nicht alle gut. Das muss man der Fairness halber auch an dieser Stelle sagen. Die zweite Geschichte, die sich da lose um den Werwolf dreht. Ja, ich will nicht zu viel spoilern. Da waren natürlich dann schon leider Schauspieler auch dabei, die jetzt relativ unglaubwürdig waren. Ja, sowas ist immer schwer. Auch da muss man natürlich, ich nehme doch wirklich alles, was man mitnehmen kann im Feel-Good-Bereich und sage, freilich ist es schwierig, in einem Film mitzuspielen. Das ist jetzt keine leichte Aufgabe. Ich wüsste auch nicht, ob ich das besser könnte, tatsächlich. Ich habe es noch nie versucht. Ja. Also, das weiß man nicht. Aber für mich als Zuseher ist es halt schwierig, wenn Schauspieler sehr hölzern sind. Das ist halt einfach unschön. Ja. Oder, ja, was heißt unschön? Aber das trübt natürlich trotzdem ein bisschen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Weil man es halt diesen Menschen dann einfach nicht wirklich abnimmt, ja, was sie dort tun. Und das ist dann natürlich schwierig umsetzbar. Ja. Also, das hatten wir in der. In der zweiten Story ist mir das aufgefallen, dass das so war. Vielleicht ist es mir auch aufgefallen, weil der große Rest sehr, sehr gut war. Ja, also man muss ja sagen, dass das hier schon auf einem Niveau stattfindet, da war ich baff, wie gut das wirklich ist. Ja, kommen wir auch gleich noch dazu. Also da waren einige Schauspieler, die haben die Rolle ihres Lebens gespielt, kommt mir vor. Ja. Und vielleicht sind sie mir deswegen aufgefallen. Aber auch hier diese Vermischung des der Tötung am Ende und diesem Schlager, der dort gespielt wird, auch das war eine unfassbare Filmszene. So was habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Das klingt jetzt fürchterlich einfach, okay? Ich nehme Schlager und lege den jetzt über eine Gore-Szene und dann ist alles gut. Aber das wirkte für mich am Anfang, beim ersten Mal gucken, war es befremdlich. Ja, weil es natürlich nicht zusammen, also es soll ja nicht zusammengepasst. Und ich dachte, hä? Ja, was ist denn, also wo sollte das jetzt hinführen? Das ist schon eigenartig. Aber je länger diese Szene anhielt, noch so ein paar Sekunden, war ich da drin und fand das hervorragend. Ja, das fand ich hervorragend gemacht. Das war frisch, das war innovativ und das war einfach eine coole Sache, weil sich eben dieser Schlager auch immer wiederholt. Ja, also das wird quasi in dieser Handlung miteinander verknüpft und das fand ich super clever gemacht. So war ich immer in der Handlung drin, ja, und wurde doch bis zum Schluss wirklich unterhalten. Also Respekt an dieser Stelle. Ja. Eine hervorragende Arbeit, auch in der zweiten Geschichte war das so. Ich werde jetzt nicht auf jede Geschichte eingehen, tatsächlich. Also, das werde ich mir jetzt ersparen. Ich glaube, wir haben dann einen ganz guten Überblick, was euch erwarten wird. Und das soll es dann an dieser Stelle auch gewesen sein. Ihr sollt es wirklich selbst gucken. Ja? Ihr müsst ja selbst euch ja Urteil bilden können. Ich konnte mich hier hinsetzen und reden und reden. Und dann legt ihr den Film ein und findet ihn nicht gut. Ja, zum Beispiel, das ist, hatte ich ja eingangs erwähnt. Ja, das ist halt für jeden anders. Ich kann hier nur meine Sicht der Dinge schildern. Und ich fand es sehr, sehr gut. Ja, würde euch natürlich gerne Geschmack auf mehr machen. Logisch, schaut euch den Film an. Ja, meiner Meinung nach lohnt sich das überall hin. Ja, und dann sollt ihr natürlich auch selbst in den Sehgenuss kommen, ohne dass ihr schon die Hälfte von wisst. Ja, also nur mal so am Rande. Ja. Dann geht es weiter. Ja. Noch ein paar wirklich sehr humoristischen Einlagen. Ich muss sagen, dass die beiden Reporter einen sehr guten Job machen. Vor allem er, ja, der Fernsehguru schlechthin, hat immer mal wieder einen sehr, sehr guten Lacher auf Lager. Also ich muss sagen, da habe ich schon einige Male sehr gelacht. Da gibt es so kleine Querverweise dann immer am Rande, über die er so stolpert und die wurden hervorragend eingebaut. Also das hat auch so eine Auflockerung zwischen den Geschichten. Du hast diese clever zusammengewobenen Kurzgeschichten, ja, mit dem einen oder anderen überraschenden Score, da kommt immer wieder so ein kleines bisschen Humor dazwischen und geht dann so in die nächste Geschichte über. Das ist einfach sehr homogen. Also es ist nie, dass man jetzt das Gefühl hat, es endet jetzt eine Geschichte, okay, hier ist ein Cut und jetzt fängt was Neues an, wie bei Geschichten aus der Gruft zum Beispiel. Ja. Dass dann nur noch der Abspann fehlt und die nächste Geschichte geht los. Sondern dieses Ganze miteinander verbunden sein, das macht's aus. Und das macht aus diesem Film wirklich eine homogene Masse, wo man sagt, ja, das sind 2 Stunden, die kommen wir am Stück, ne, kommen wir die wegsehen. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe den Film mittlerweile schon 3-mal gesichtet. Ja, und die Zeit war jetzt nicht allzu lang. Ich wollte mich aber natürlich sehr intensiv darauf vorbereiten. Muss sagen, ich fand den Film so gut, dass ich den schon mindestens 3-mal geguckt habe. Oder 4-mal, wie war denn das? Ich habe mit meinem besten Kumpel 1-mal geguckt, 2-mal mindestens alleine. Also 3-mal und vielleicht noch ein viertes Mal. Ist ja auch egal. Ja. Und dann kommen wir, geht die Geschichte nahtlos über in eine Stalker-Geschichte. Und die fand ich eigentlich fast mit am besten. Die Schauspieler, die hier agieren, sind vom Allerfeinsten. Sowohl die Hauptprotagonistin,
die das hervorragend wiedergeben kann, wie sie durch dieses Stalken langsam wahnsinnig wird, so wie auch der Stalker selbst, der dann irgendwann in Erscheinung tritt, das war ganz große Kunst. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Diese Story war so glaubwürdig, die war so gut gemacht und dann mit diesem Independent-Charme, das war wirklich wie, das hätte tatsächlich echt sein können. Ja, also so würde ich mir das vorstellen, wenn es das in real geben würde, dann würde sich das wahrscheinlich so abspielen. Also das habe ich, da war nichts Hölzernes, da war nichts Gestelltes, das war einfach, das fühlte sich einfach nur gut an. So wird es gemacht. Also diese Szene war, oder diese Szenen waren für mich durchweg fantastisch. Also die fand ich richtig, richtig gut. Ja, diese Geschichte möchte ich ja nun mal hervorheben. Dann haben wir noch eine Geschichte, in der ein Obdachloser eine größere Rolle spielt oder mehrere Obdachlose. Ja, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht allzu viel vorwegnehmen. Und da kommt der Padre. Ja, in dieser Geschichte kommt der Padre, nur ganz kurz, aber er kommt. Und spielt dort wohl den Boss einer Schlepperbande. Ja, und das ist der gute Thomas Kertschmar, der dann mit seiner prägnanten Stimme, mit seinem prägnanten Auftreten einfach nur eine Freude war. Ja, muss man sagen. Es hat mich einfach nur gefreut, dass er da war. Er ist nur kurz zu sehen, aber das, was er macht und das, was er spielt, das ist einfach fantastisch. Also das hat mir so gut gefallen. Ja, er hat nichts von seinem Können und von seinem Charme eingebüßt. Also er ist immer noch so cool wie früher. Ja, und man muss sagen, da liegen ja trotzdem beinahe 20 Jahre dazwischen. Also wenn man, ne, die Filme, aus denen ich ihn so kenne, die sind so Mitte der 2000er, Ende der 2000er. Vielleicht noch ein bisschen drüber. Also das sind dann 15 Jahre, mehr als 15 Jahre. Wusste ich nicht, dass dieser Mann noch irgendwo aktiv ist. Und da kommt er hier und da wirklich nichts, aber wirklich gar nichts von seinem Charme eingebüßt. Da ist er. Ja, mit der Brille. Also hat mir sau gut gefallen. Er hat einfach diese reibende Stimme, dieses markante Lächeln, ja, das hat sich einfach bei mir so eingebrannt. Also dieser Mann hat einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. Und das ist halt ganz wichtig bei sowas. Also es war fantastisch. Ja. Hab mich gefreut. Und dann kommt auch die zweite große Folge, Freude in dieser Folge. Das ist jetzt nichts gegen die anderen Schauspieler tatsächlich, die ebenfalls eine sehr, sehr gute Arbeit machen. Aber dann kommt der gute Jens Schütte. Und der Jens Schütte, wer den nicht kennt, der ist cool. Ja. Der hat in unzähligen Filmen mitgespielt. Von Olaf Ebenbach über Jochen Tauber, über Andreas Bethmann. Also der war überall ein bisschen vertreten. Und ich war mal wieder erstaunt, wie gut er wirklich ist. Ja, der spielt hier quasi einen Jäger. Und das macht er. Also egal, was er sagt und tut, dieser Mann hat einfach Charakter. Dieser Mann hat einfach Charakter. Ein großartiger Schauspieler. Schaut ihn euch an. Ja, da unten sehen wir ihn nochmal. Er war so nett und hat mir das dann auch signiert. Also wenn ihr den Film dann sichtet, das ist er. Dann werdet ihr ihn schon erkennen. Und immer wenn er was sagt, ja, er hat auch zwei, drei kleine Querverweise. Er hat eine natürliche Gabe, in einem Film mitzuwirken. Also ich kaufe ihm auch alles ab, was er da sagt und tut. Und dieser Mann hat auch einen Charakter, ja, der einfach einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert hat. Also ich muss auch sagen, Jens Schütte, ja, ein fantastischer Mann. Wenn ich das noch nie erwähnt habe, dann tue ich es jetzt. Den sehe ich auch immer wieder gerne. Also da würde es, ja, ja, da hoffe ich, dass ich noch ganz viel von diesem Mann sehen werde. Der ist einfach cool. Er hat einen sehr guten Musikgeschmack auch. Ich kenne ihn ja persönlich. Ja. Also ich muss sagen, das ist von vorne bis hinten ist ein Ass der Mann. Ja. Und dabei will ich es jetzt bei der Handlung bewenden lassen. Den Rest könnt ihr euch dann selbst quasi anschauen und erarbeiten. Ja, das solltet ihr machen. Deswegen möchte ich nicht zu sehr darauf eingehen. Ich glaube, ich habe alles erwähnt, was man in den Vordergrund und auch in den Hintergrund stehen muss. Also es gibt natürlich zwei, drei Sachen, mal hölzerne Schauspieler, da gibt es ein paar Passagen, wo der Ton nicht ganz da ist. Auch das, ja, ist natürlich etwas, kann passieren, mein Gott. Ja, es ist jetzt kein, riesiger Tipppunkt, aber es ist einer. Ja, ich will halt auch nicht nur alles gut reden. Ich denke, das bringt auch niemanden was. Ja. Das würde auch dem Regisseur nichts bringen, wenn ich hier jetzt alles über den grünen Klee lobe und sage, das war absolut fantastisch. Das war's. Ja, das war's. Aber es hat natürlich auch zwei, drei kleine Wermutstropfen gegeben. Das ist schon so, wo ich mir da dachte, ja, schade. Ja.
Schade, wären die Schauspieler jetzt an dieser Stelle nicht so hölzern gewesen, wäre noch mehr drin gewesen, ja, wie man dann in der im weiteren Handlungsverlauf sieht, wie das aussehen kann und wie das gemacht wird bei der Geschichte mit der Dame und dem Stalker. Da wurde halt durch die Bank weg hervorragend geactet, ja. So wird es halt gemacht, ja. Auch die erste Geschichte war durchweg sehr gut besetzt, so wird es halt gemacht. Und wenn es dann ein bisschen hölzern ist, dann ist es natürlich immer so ein bisschen wie ein Fremdkörper im Film. So könnte man es, glaube ich, am besten beschreiben. Aber gehen wir am Ende auf den Arkadiusz Gorlikowski ein, den ich nicht erst seit Bloody Dreams gut finde, sondern bei Fake News ist er nochmal eine Latte nach oben gegangen. Also er hat auf Bloody Dreams nochmal wirklich was draufgelegt. Mit, wie gesagt, am besten fand ich eigentlich das Verweben dieser 122 Minuten in eine homogene Geschichte. Das muss man dem Arkadiusz Gorlikowski auf diesem Niveau erstmal nachmachen. Da gibt es nicht viele, die ich dort ähnlich stark sehe. Das ist tatsächlich so. Das sind die einzigen, denen ich das zutraue. Vielleicht auch der Mike Ude, dem würde ich das zutrauen. Das ist ein ebenfalls hervorragender Regisseur. Der kann längere Handlungen erzählen. Ja, ich habe ja dort auch, ich habe seine Filme alle gesehen. Ja, der kann das. Der Andreas Bethmann konnte das, der konnte das auch, der konnte auch Geschichten lange erzählen, ja, ohne dass sie wirklich langatmig wurden. Auch der Andreas hat dieses Gen gehabt. Aber ansonsten müsste ich schon, da habe ich jetzt bestimmt jemanden vergessen auch, ja. Auch ein Jochen Taubert hat mir eigentlich immer gefallen, weil beim Jochen Taubert halt immer was passiert. Ich meine, Jochen Taubert ist halt jetzt wieder vom Film was ganz was anderes. Ein Jochen Taubert hat weniger Atmosphäre, sondern da passiert halt immer so ein bisschen was. Da konnte ja gar nicht langweilig werden, weil du das gar nicht glaubst, was du da siehst. Ja? Das ist halt Jochen Taubert. Ja? Ist on the loose, ja? Hat man es mal genannt. Ja, vor ein paar Jahren, Jochen Taubert ist wieder on the loose und so ist es auch. Also, aber dann wird es schon spärlich. Ja? Wem würde ich das dann sonst so zutrauen? Und hier hat der Arkadiusz Gorlikowski in seinem erst zweiten Film tatsächlich die Messlatte sehr hochgelegt. Also 2 Stunden so clever miteinander zu verbinden, das muss man erstmal schaffen. Also das ist etwas, das mir eine große, große Freude bereitet hat. Ich muss sagen, Fake News geht Bloody Dreams nochmal eine ganze Stufe höher. Mit sehr, sehr vielen guten Ideen, mit Humor an den richtigen Stellen, mit Effekten an den richtigen Stellen, mit Handlungen, die auch ohne Effekte funktioniert und auch ohne Quatsch. Ja, also es müsste gar kein Humor vorhanden sein, dass dieser Film funktionieren würde, bin ich mir sicher. Weil diese Kurzgeschichten sich einfach hervorragend aneinander reihen. Ja, das ist wirklich fantastisch. Ja, ich kann an dieser Stelle nur noch mal meine Glückwünsche aussprechen. Herr Gorlikowski, das war fantastisch. Ja, vielen Dank dafür. Schön, dass es sowas noch gibt. Ich liebe Fake News, The Bloody Truth. Und kann ihn ja auch nur euch herzenswarm empfehlen. Schaut ihn euch an, ja, deckt euch damit ein. Die DVD ist günstig zu haben, es lohnt sich. Ja, der Film ist wirklich gut. Schaut dort rein, unterstützt das, ja, wenn ihr möchtet. Das ist wirklich unterstützenswert, dass es sowas noch gibt, ist einfach eine sehr, sehr schöne Sache. Ich habe dort so viele bekannte Gesichter gesehen, ich habe dort mich so gut unterhalten, es war vor der Kamera so gut eingefangen, die Handlung hat mir sehr gut gefallen, was willst du mehr? Ja, also das war wirklich ganz, ganz großes Kino. Und apropos Kino, ja, Fake News wird auch im Kino gezeigt werden. Ich werde mich da nun mal intensiv drum kümmern, weil ich werde alles dran setzen, da dabei zu sein. Ja, ich konnte es an dieser Stelle noch nicht versprechen. Ich weiß es auch erst seit gestern und war auch etwas im Stress. Also ich war kaum zu Hause das Wochenende. Ich konnte mich deswegen noch nicht drum kümmern, aber ich hole das nach. Und dann werde ich alles da dran setzen, dorthin zu gehen. Ja, also das war einfach nur von vorne bis hin fantastisch. Fake News, The Bloody Truth von Arkadiusz Gorlikowski. Hier nochmal eine ganz klare Empfehlung von mir. Schaut euch das Ganze an. Ja? Ich kann euch auch kurz wiedergeben, was wir hier hinten drauf auf der DVD bekommen. Fake News, The Bloody Truth. Der neueste Splatter-Spaß von Arkadiusz Gorlikowski. Ein wilder Mix aus Horror, Comedy, Thriller und Found Footage. Stefan, Davina und John arbeiten für die Kanal 4 Nachrichten. Es ist keine normale Nachrichtensendung, denn hier geht es um Themen, über die kein Sender zu berichten wagt. Wer sonst würde Meldungen über Aliens, Werwölfe, Zombies und Vampire bringen? Kanal 4 Nachrichten. Nur wir zeigen die blutige Wahrheit. Mit Gastauftritten von Jochen Taubert, Günter Brandl, Monika Brandl, Mike Ude und René Wiesner.
In weiteren Rollen Sinemanui, Sayuri Shin, ne? Ich nenne es jetzt einfach mal so. Marco Klammer, Jörg Wischnowski, Marc Gohr, Felix Stark, Carsten Thiem, Alexander Zamon, Annika Schmidt und viele mehr. Limitiert die DVD dann auf 50 Stück, hat eine Laufzeit von ca. 122 Minuten als Sprachen. Deutsch, Dolby Digital 2.0, das Bildformat ist 1.78 zu 1. Dann haben wir noch ein kleines Musikvideo im Bonusmaterial zu finden tatsächlich. Ich bin ja selbst Musiker, so nennen wir es mal, Musikant, irgendwie sowas vielleicht, dass ich mache Musik manchmal. Deswegen habe mich das dann auch nochmal gefreut. Ja, und damit, wie gesagt, bin ich soweit fertig mit meinen Eindrücken von Fake News, The Bloody Truth. Und hoffe, ich konnte euch das Ganze etwas schmackhaft machen. Übrigens bekommt ihr, ich war, da müsst ihr jetzt natürlich dann mit dem Regisseur, mit dem Arkadiusz Golikowski selbst sprechen im Vertrieb. Auf dem Weekend of Hell gab es neben der DVD, die ihr hier seht, dann noch einige Karten, nämlich ein ganzes Stapel dazu. Die waren im Preis dann inbegriffen. Ich meine dort 15 Euro bezahlt zu haben. Und dafür wurde mir das Ganze aber auch signiert noch vom Regisseur persönlich und natürlich auch vom Jens Schütte. Ein Autogramm euch dann auch noch vom Thomas Kertschmer. Natürlich habe ich mir da alles geholt. Gar keine Frage. Und da haben wir dann noch ein paar Karten zum Film. Die möchte ich euch natürlich auch noch zeigen am Ende mit verschiedenen Motiven. Das Ganze eine wilde Mischung. Ich muss hier nur schauen, dass es nie so spiegelt. Auch hier haben wir dann noch ein Autogramm. Man sieht schon, ja, da geht es auch mal durchaus blutig zur Sache. Oh, das habe ich zweimal. Sehr eigenartig. Dann hier nochmal der Thomas Kertschmar, ja, wie bereits erwähnt. Eine Vampirdame. Hier haben wir die Sabrina. Auch hier mit Autogramm. Ein Stück Splatter. Und die beiden Nachrichtensprecher vom Kanal 4, gell? Kanal 4 Nachrichten. So ist es. Okay, und das soll es an dieser Stelle dann zu Fake News The Bloody Truth gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch für die Zeit. Schreibt ruhig in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr dort jetzt angesprochen seid, ob ihr das sehen wollt. Vielleicht habe ich ja irgendwas vergessen, wenn ihr Fragen habt. Einfach frei raus und reinschreiben. Ich bin für jeden Spaß zu haben. Ich glaube auch, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass auch die Verantwortlichen des Films hier mal reinschauen werden in das Video, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und dann könnt ihr vielleicht, wenn ihr noch Fragen habt, direkt selbst dort eine Antwort unter dem Video von den Machern und den Mitwirkenden von Fake News bekommen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es so sein könnte, ja, würde ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Und dann können wir dort alles weitere klären. Und bis dahin, haut ihr rein, macht es gut, ja, eine schöne Zeit. Wir sehen uns hier demnächst wieder, ja, auf dem Kanal von Guten Voice 82 und schöne Zeit, haut rein und buh!